willkommen, liebe Schwarz-Roten. Hier auf der Bismarckstraße ist über Nacht was ganz Besonderes entstanden. Leverkusen steht hinter euch und das haben wir heute Morgen hier in Leverkusen wortwörtlich gesehen. Emotionen pur, Wahnsinn, was heute Morgen um 9:30 auf der Bismarckstraße los war. Die einzige bittere Nachricht hat uns gestern bereits erreicht. Paulinho konnte die Reise nach Berlin aufgrund eines Kreuzbandrisses nicht mit antreten. Anstatt nach Berlin geht es für ihn heute nach Innsbruck zur Operation. Aber die Mannschaft hat noch eine ganz besondere Videobotschaft für ihn. Paulinho, estamos aqui todo grupo reunido, aqui uma boa recuperação, te desejar uma boa recuperação. Estamos aqui para grande jogo no sábado, vamos jogar por você, que tudo dê certo e que a gente consiga o título em tua homenagem para tua recuperação e que você se recupere o mais rápido possível e venha nos ajudar com a tua força. E grande abraço e falo pelo nome do grupo aqui. Knapp 24 Stunden, dann geht es in Berlin so richtig los. Dann trifft Bayern 04 auf den deutschen Rekordmeister FC Bayern München. Und der letzte entscheidende Schritt zum Finaleinzug war der Sieg im Halbfinale gegen den ersten FC Saarbrücken. Und darauf schauen wir jetzt nochmal zurück. Insgesamt zufrieden und glücklich, dass wir ins Endspiel stehen. Die letzte Hürde für Bayern 04 vor dem Einzug ins Pokalendspiel war der erste FC Saarbrücken, das Überraschungsteam des diesjährigen Pokalwettbewerbes. Florian Wirtz durfte als jüngster Bundesliga-Torschütze mitwirken und er sah das Traumtor nach 11 Minuten. Moussa Diaby nach wunderbarem Pass von Kerim Demirbay zum 1:0. Das freute dann auch die Bayern 04 Protagonisten auf der Tribüne. Die 19. Minute, Kerim Demirbay, dann Missverständnis zwischen Zeitz und dem Elfmeterhelden Dominik Batz. Lucas Alario mit dem 2:0 und so waren die Weichen frühzeitig gestellt. Wir haben, wenn wir einen Ball verloren haben, gleich Druck gemacht, dass wir die Bälle hinter unserer Kette so einfach spielen lassen. Und das haben wir große Teile vom Spiel sehr gut gemacht. Und deshalb glaube ich, dass das ziemlich schnell nicht mehr ein richtiges Spiel war. Und das lag daran, weil Bayern 04 einfach nicht nachließ, Chance um Chance produzierte, so wie hier Paulinho. Es hätte gut und gerne höher als 2:0 für die Werkself zur Pause stehen können. Karim Bellarabi und Jonathan Tah kamen zum zweiten Durchgang rein. Es änderte sich wenig. Eine Chance für Saarbrücken. Auf der anderen Seite dann in der 58. Minute Karim Bellarabi mit dem 3:0. Herausragend vorbereitet von Kerim Demirbay. Wir wollten professionell auftreten und das ist allen Jungs gut gelungen. Wir waren konzentriert, fokussiert und haben den Sieg verdient. Wir haben einen guten Job gemacht. Auch in der Schlussphase ließ Bayern 04 dann mit dem wiedergenesenen Kevin Volland nichts mehr anbrennen. Gegen tapfere Saarbrücker, auch in Unterzahl nach der Verletzung von Karim Bellarabi, brachte Bayern 04 das Ganze souverän nach Hause und dann durfte getanzt werden. Das ist auch für uns bei Bayern 04 ein riesiger Erfolg. Aber Endspiele muss man gewinnen und dann ist man glücklich. Es war toll, mit Frankfurt vor 2 Jahren den Pokal geholt zu haben. Man kann es spüren, dass Bayer lange Zeit keinen Titel geholt hat. Wir wollen das Ding jetzt durchziehen. Zum 4. Mal fährt die Werkself also nach Berlin und nun geht's gegen den FC Bayern um den Pott. Es wird sportlich ernst. Von Köln-Bonn flog die Mannschaft heute Morgen in Richtung Hauptstadt. Und von dort aus wurde die Werkself vom Mannschaftsbus abgeholt. Doch zwei waren nicht dabei. Peter Bosch und Lars Bender sind direkt in Richtung Olympiastadion gefahren. Hier gab es die Pressekonferenz mit Kapitän und Trainer. Also erstens wird das natürlich für Bayern 04 sehr wichtig sein. Wir stehen nicht jedes Jahr im Pokalfinale. Deshalb auch fand ich das sehr
sehr traurig, dass die Fans da nicht bei sein können. Wenn man jedes Jahr ein Pokalfinale spielt, dann ist das vielleicht doch anders. Aber natürlich, wir wollen gewinnen. Und das ist nichts Persönliches. Das ist für der Verein, für die Fans, wird das sehr wichtig sein. Für mich persönlich, klar, ist mein erstes Finale auf nationaler Ebene. Und klar ist, dass man Finale gewinnen möchte. Ich glaube, jeder, der irgendwo als kleiner Junge das Kicken angefangen hat, der wollte Titel holen, der wollte gewinnen. Damals ging es vielleicht nur um kleinere Medaillen, heute geht es um den großen Pokal. Und entsprechend hat sich meine Ausrichtung nie verändert. Wir spielen alle, um etwas zu gewinnen. Und so gehe ich persönlich und so geht auch die Mannschaft das morgige Spiel an. Mit dem Abschlusstraining heute Abend im Olympiastadion geht es dann in die finale Vorbereitung aufs Pokalfinale. Und falls ihr euch auch noch final vorbereiten wollt für morgen, kann ich euch nur das Werkself-Magazin ans Herz legen. Hier findet ihr alle Infos, Interviews rund ums Pokalfinale und rund um Bayern 04s Pokalhistorie. Für viele sicherlich ein Erinnerungsstück. Ab morgen könnt ihr das Ganze dann auch online auf unserer Homepage lesen. Natürlich wird im Zuge dessen auch auf den Pokalsieg 93 zurückgeschaut. Rüdiger Vollborn war Teil davon. Er ist der einzige Bayern 04-Spieler, der beide Titel UEFA Cup und DFB-Pokal geholt hat. Wir haben ihn zum Interview getroffen. Ja, hallo Rudi. Welche 04 Wörter kommen dir als erstes in den Kopf, wenn du an das Pokalfinale von 1993 zurückdenkst? Welche vier Wörter? 04 Wörter. Kalt, Triumph, Pfiffe und Euphorie. Und welche Szene aus diesem Endspiel hast du noch ganz besonders vor Augen? Den Siegtreffer. Das Tor, was dann fällt in der 77. Und wir in dem Augenblick wussten, jetzt haben wir den Pokal. Du giltst ja so als der Historienexperte des Vereins. Welche Frage zum Pokalfinale von 93 bekommst du am häufigsten von den Fans gestellt? Was war für dich schöner, 1988 oder 1993? Das ist die häufigste Frage und das ist eine einfache Antwort, weil 88 hat 93 definitiv getoppt. Also 93 kommt an 88 nicht dran. Das ist so die häufigste Frage, die in Bezug auf 93 kommt. Beschreib mal die Rolle von so einem Torwart in so einem Endspiel. Mit dem Hintergrund, was kommt da besonders auf Lukas Radetzky zu? Sagen wir mal so, der Lukas muss einen sehr, sehr guten Tag haben. Weil gegen die Bayern gewinnst du nur, wenn du einen sehr, sehr guten Tag hast als Mannschaft. Ein bisschen Glück und einen sehr, sehr guten Torwart. Deswegen wünsche ich mir, dass Lukas einen Goldtag hat und uns die eine oder andere Parade sehen lässt. Muss man sich da mental anders vorbereiten als auf ein Ligaspiel? Sollte man nicht. Weil jedes Spiel ist wichtig. Es ist aber was ganz Spezielles, so ein Endspiel zu spielen. Und man geht unweigerlich mit einer anderen Atmosphäre, mit einem anderen Gefühl ins Spiel als zu einem normalen Bundesligaspiel. Und deswegen wird die Anspannung nochmal ein Tickchen größer sein, als sie normal ist. Aber Anspannung bewirkt auch eine höhere Konzentration, was ja nicht immer zum Nachteil ist. Welche Gefühle hattest du damals ganz besonders in dir? Diese hochkonzentriert sein, also dieses auf gar keinen Fall dürfen die das 1-0 schießen. Das war unsere Pflichtaufgabe 1993. Wir müssen das Spiel bestimmen und umso weniger Bälle ich kriege, umso besser ist es. Und daran haben sie sich alle gehalten und dadurch haben wir auch 1-0 gewonnen. Warum glaubst du, hat die Werkself eine Chance, dieses Jahr den Pokal nach Leverkusen zu holen? Weil es für Leverkusen, für alle Spieler in Leverkusen, bis auf Lukas und ich glaube Sven, der allerdings damals, glaube ich, nur auf der Tribüne oder auf der Bank saß, dieses Pokal-Feeling haben und die höhere Motivation bei Bayern 04 liegt, bei unseren Spielern liegt, weil sie können etwas Einmaliges schaffen oder fast Einmaliges schaffen für sich selber und auch für unseren Verein. Und das ist, glaube ich, der kleine Motivationsschub, den man mehr hat, als wenn man bei München ist, die gefühlt jedes Jahr im Endspiel sind und sich immer nur aussuchen können, gegen wen sie dann spielen müssen. Und das ist unser großes Plus dieses Jahr, dass wir es mehr wollen als die Bayern. Wo und mit welchem Gefühl wirst du das Finale verfolgen? Im Stadion und mit sehr, sehr großen Bauchschmerzen. Also ich merke so langsam, dass es Kribbeln anfängt und es fängt, und ich weiß, dass ich, wenn ich Samstag früh aufstehe, mich auf dem Weg zum Flughafen mache, dass ich sehr nervös sein werde und
beim Spiel selber auf der Tribüne sitzen und mitfiebern, als wenn ich selber mitspielen würde. Und ist das jetzt ein Unterschied zu gewöhnlichen Spielen dann? Du fieberst ja auch sonst mit. Das ist ein großer Unterschied zu sonst, weil es geht um etwas mehr. In einer Saison geht es am Ende des Tages auch um die deutsche Meisterschaft oder um den Champions-League-Platz. Aber so ein Pokal-Endspiel hat nochmal einen ganz anderen Kick. Und ja, wie gesagt, es fängt an zu kribbeln. Ich merke es langsam, dass ich leicht nervös werde. Was immer ein gutes Zeichen ist bei mir, wenn ich so leicht nervös werde, wenn ich zu gelassen und uninteressiert bin, dann spielen die da unten meistens auch schlecht. Deswegen, also für mich ist es ein gutes Zeichen. Ich bin heiß und ich will diesen Pott nach Leverkusen holen. Hast du einen Tipp, wie das Ding ausgehen wird? Nee, ich würde ungern tippen, weil wenn ich für uns tippe, dann ist es ein schlechtes Omen. Wenn ich gegen uns tippe, dann sagen alle, ist der bescheuert, wir können ja gegen uns tippen. Deswegen hatte ich mich bedeckt. Aber ich wünsche mir, dass unsere Mannschaft, unsere Truppe, es den Bayern so schwer wie möglich macht, das Double zu holen und mit dem Kick Glück, das du brauchst, um so einen Pokal auch zu gewinnen, wir diesen Pokal nach Leverkusen holen. Und auch weitere Prominente haben sich zu Wort gemeldet und drückten der Werkself ganz fest die Daumen. Hey Jungs, ich wünsche euch viel Erfolg für das Pokalfinale. Haut die Bayern weg. Ich glaube an euch. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Haut rein. Hallo Fans. Hallo Markus. Es ist das Pokalendspiel. Bayern München gegen Bayer Leverkusen. Und ich muss ganz ehrlich, Bayern, nichts gegen euch, aber ihr habt jetzt genug gewonnen. Es reicht, ja. Ich drücke Bayer Leverkusen die Daumen. Ich wünsche euch alles Gute. Und würde mich sehr freuen, weil auch NRW ist. Ich bin Duisburger. Ja, das ist nicht ganz so weit weg. Ja, und gibt alles. Und ich würde mich freuen über eine Einladung tatsächlich dann zur Feierparty. Ja, ihr könnt mit dem Bus durch meinen Garten fahren. Ist mir scheißegal. Hauptsache, ich bin dabei dann. Ciao. Hallo Jungs, hier ist die Jolle. Ich wünsche euch viel Erfolg für das Pokalfinale. Haut die Bayern weg. Bis bald. Favorit bei diesem Finale ist sicher Bayern München. Die Mannschaft von Bayern 04 zählt jedoch eindeutig zu den Teams, die bei einer guten Tagesform und dem Quäntchen Glück für eine Überraschung sorgen können. Ich bin in Berlin live dabei. Ich bedanke mich bei den Bayer-Bossen für die Einladung und verspreche, dass ich meine Daumen und die dicken Zehen drücken werde. Alles Gute, euer Kalli, Rainer Kallmund. Hallo Jungs, ich glaube, das ist langsam Zeit, dass ein Titel kommt in Leverkusen wieder. Ich wünsche euch viel Glück im Finale. Ihr schafft das, habt die Qualität, gute Mannschaft und ja, ich hau von meinem Haus in Kroatien Urlaub. Aber wir sehen uns schnell und ja, noch einmal viel Glück. Ja, liebe Werkself, das ist natürlich mehr als schade, dass wir nicht mit euch in Berlin sein können, um euch anzufeuern, mit euch zu feiern. Aber ich sag mal so, dann müsst ihr den Pokal einfach mit nach Leverkusen bringen. Also, ich drück die Daumen. Auf geht's, Bayer. Kämpfen und siegen. Finale DFB-Pokal Berlin. Morgen ist es dann endlich soweit und wir haben uns bei der Werkself erkundigt, wie sieht euer perfektes Finale aus? Perfekte Finale, so ein Spiel von den Emotionen her wie gegen Dortmund oder schnellstmöglich die Tore zu machen und hinten heraus nicht mehr zittern zu müssen. That's quite simple. Play good football from both teams and hopefully we can come up the winner at the end of the day. That's what a good final will be, like the best for me. Persönlich natürlich wirst du immer zu Null spielen, einmal oder zweimal der Mannschaft helfen und dass einfach die ganze Mannschaft ein gutes Spiel macht und ja, jetzt leider haben wir nicht unsere Fans, dass wir danach eigentlich mit denen jubeln könnten, aber erstmal ein stabiles Spiel machen, nicht zu nervös werden und ja, auf die Eier von Bayern gehen. Perfect final. Yeah, of course winning with a lot of goals and know that the opponent doesn't score. I think that's the perfect final, yeah. Es ist relativ einfach, wir gewinnen. Das ist das Ziel, wenn man mal da ist, dann und die Chance eben, die so selten da ist, dann sollte man sie beim Schopf packen und dann hoffentlich auch den Pokal nach oben stimmen.
Das perfekte Finale sieht aus, indem man das Spiel gewinnt und am Ende den Pokal hochhält. Wir wünschen uns alle, dass es morgen genauso kommt und wir haben auch wieder was für euch vorbereitet. Morgen gibt es wieder die Spieltagsshow ab 19.04 Uhr live auf YouTube mit Co-Trainer-Legende Peter Herrmann und Erik Meyer.